Guten Tag. Ja, mein Name ist Finn Jepsen und ich bin heute hier als Bürger, ich bin natürlich auch hier als Pressevertreter, weil ich glaube, ARD und ZDF haben es wieder nicht hierher geschafft. Ich bin aber ein ehemaliger Mitarbeiter von ARD und ZDF, ich habe dort 20 Jahre gearbeitet, habe also ihre Gebühren ausgegeben, das war das Investment, ich hoffe, es hat sich gelohnt, ich bin nämlich hier. Was ich sagen möchte, bevor wir über das reden, was wir alle spüren, dass irgendetwas nicht stimmt und dass wir uns da einbringen müssen, dass wir eine Veränderung selber auf die Straße tragen müssen, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Man kann keine Revolution nur mit Liken bei Facebook organisieren. Man kann sich bei Facebook organisieren, aber man muss dann auch seinen Arsch ins Rennen schicken. Möchte ich vielleicht mal auf etwas hinweisen, was für die meisten völlig selbstverständlich ist. Dass wir uns hier treffen können, also dass ich zwar hier jetzt bin, das hat damit zu tun, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Ich bin in Westdeutschland groß geworden, viele sind in Ostdeutschland groß geworden. Ich unterteile nicht mehr, unterscheide nicht mehr in Ost- oder West-Berlin, sondern für mich ist es Berlin die ewige Frontstadt, die auch aufsteht, wenn es knallt. Und es fängt an zu knallen. Wir werden das bald feststellen. Da drüben die Kuppel auf dem Ding sieht nicht von ungefähr so aus wie ein Atomkraftwerk. Was ich sagen möchte, ist, dass wir uns heute hier treffen, hat mit der Wiedervereinigung zu tun. Und an dieser Wiedervereinigung ist unter anderem ein gewisser Gorbatschow beteiligt. Und dieser Mann ist Russe. Das ist ein Russe. Und der Russe hat ja im Moment ein ganz, ganz schlechtes Image. In den letzten zwei Monaten wurde ja praktisch der Islam ersetzt durch den Russen. Im Moment gibt es den bösen Russen. Ich kenne drei Russen persönlich, inzwischen sind es oder vier. Und ich sage, ich komme mit diesen Russen sehr gut aus. Wir haben unterschiedliche Meinungen auch zu dem Russen Putin, der ein Staatsmann ist, genau wie unsere Frau eine Staatsmann ist, mit der ich weniger gut auskomme. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt pauschal über den Russen so zu sprechen, wie wir das im Moment tun, dass wir ihn als Aggressor darstellen. Der Russe ist böse, der Russe macht irgendwas, wir müssen gegen den Russen wieder Krieg führen. Krieg ist nicht das richtige Mittel im 21. Jahrhundert, um zu kommunizieren zwischen Staaten, Freunde. So, und wenn ich mir heute anschaue, wie unsere Massenmedien, werde ich auch gleich was zu sagen, ob es noch unsere Massenmedien sind, wie unsere Massenmedien, unsere Gazetten darüber berichten, da lese ich doch in der Süddeutschen Zeitung ja eine Aufforderung an Putin, von wem auch immer diese Aufforderung kommt, aus der NATO-Propagandapresse, wie ich das nenne, Herr Putin möge doch aufhören zu expandieren. Herr Putin möge aufhören zu expandieren. Ich dachte, ist das eine Sonderausgabe der Titanic? Wer expandiert denn hier? Die NATO expandiert doch hier. Die NATO expandiert. Und es gab da damals einen ganz klaren Deal, und zwar unter anderem von den Russen, aber auch deutsche 2+4 Gespräche der Amerikaner. Also, ihr bekommt die ehemalige DDR zu, Deutschland zu, ihr seid wiedervereinigt, ihr dürft NATO sein, aber die NATO wird sich nicht erweitern. Und seitdem wurde die NATO erweitert um 8 Staaten, Freunde. Und sie rückt direkt an die russische Grenze und will sich jetzt die Ukraine schnappen. Und ich stelle die Frage, hätte irgendeiner im Westen, aus dem westlichen Block, 8 Staaten abgewartet, um zu reagieren? Niemand hätte das getan. Da muss ich sagen, egal was wir über die russische Führung kennen, wir kennen sie ja gar nicht. Wir kennen die Russen ja gar nicht. Wer war denn schon mal in Moskau? Wer kann denn sagen, ich kenne die Russen? Es gibt ja nur ein paar Millionen. Wer kann das denn von sich behaupten? Also ich glaube nicht, dass einer aus der NATO 8 Staaten abgewartet hätte, bis er reagiert hätte. Und Putin hat reagiert, das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Annexion. Es ist nicht, deckt sich nicht mit dem Völkerrecht. Aber ausgerechnet, wir können nicht von Völkerrecht reden, nachdem wir im Irak sind, in Afghanistan, in Jemen. Das ist doch absurd. Total absurd ist das. Ja? Und man muss sich die Frage stellen, was passiert denn hier eigentlich? Was passiert hier auf diesem Kontinent? Und wir beschäftigen uns seit sehr vielen Jahren mit Geostrategie, ja, mit Ressourcenstrategien. Wir machen Interviews darauf bei KenFM. Schaut euch das aktuelle Interview an mit Daniele Ganser aus der Schweiz, Historiker. Oder mit Willy Wimmer, ein alter Haudegen von der CDU. Wenn solche Leute uns das sagen, auf was Scholler Thur schreibt im Tagesspiegel, dann würde ich mal drüber nachdenken. Ja, bravo. Darüber nachdenken, dass nämlich der Krieg rückt nämlich in unmittelbare Nähe zu uns. Wir können Moskau, Kiew auf dem Landweg erreichen, aber die uns auf fordern, aggressiv zu werden. Die sitzen in Washington D.C., Freunde. Jawohl! Und das sind auch nicht unsere Freunde. Und ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, das hat mit Anti-Amerikanismus überhaupt nichts zu tun. Gar nichts, ja? Ich bin nämlich selber Amerikaner. Ich plädiere auf die amerikanischen Bürgerrechte. Ich beziehe mich auf die amerikanischen Gründer, also die amerikanischen Gründerväter. Aber wenn man diese Leute heute zitiert, dann ist man ja schon anti-amerikanisch. Wenn man die Gründerväter zitiert, die gewarnt haben, wenn das Geld regiert, wenn es einen militärischen Komplex gibt, das haben die ja schon damals gesagt. Und man muss sich doch mal die Frage stellen, wenn man sich mal hier umschaut. Das Brandenburger Tor ist eingerahmt durch Banken und die amerikanische Botschaft. So, das ist keine Metapher. Das ist keine Metapher. Und nur mal vielleicht so zum Hintersehen, weil der Russe hier auf einmal der Böse ist. Man schlägt sich die Schlagzeile vor. Wladimir Putin hört seit 10 Jahren das Mobiltelefon der Kanzlerin ab.
Man stelle sich davor, ob wieder hier stehen würden. Oder aber China spioniert flächendeckend ganz Europa aus. Das hat man immer unterstellt. Wir wissen, wer das tut. Wir sind damit hingegangen in den Vereinigten Staaten. Man hat uns dreist belogen. Und nachdem wir die Amerikaner darauf hingewiesen haben, dass sie lügen über den NSA-Skandal, haben sie gesagt, ja, aber es bleibt einfach so. Und wir gehen zur Tagesordnung über. Was ist denn hier eigentlich los in diesem Land? Die Frage muss man sich doch mal stellen. Das ist ein Überwachungsstaat. Absolut. Wenn man alles abhören kann, jeden Journalisten abhören kann, jede E-Mail, jedes Telefon, aber nur wenn es drauf ankommt, also nur wenn die Person in einer Schlüsselposition ist, dann hört man sie ab. Das sind unsere Volksvertreter. Es sind nicht unsere Volksvertreter, die vertreten die Industrie. Das sind Pressesprecher. Das sind Pressesprecher der Industrie. Und was wollen diese Leute? Wir können es erleben, wir erleben es zum Beispiel beim Einfuhr von Genmais in Europa über Brüssel, hinter verschlossenen Türen wird da Tafter verhandelt. Ist das Demokratie? Nein! Ja, wir sehen das, ich lese das von Frau von der Leyen. Erst hat sie dafür gesorgt, dass Soldaten unter 17 wieder in die Armee kommen und jetzt möchte, dass sie aufgerüstet haben. Das sind genau die Leute, ja, die glauben, weil sie mehrere Kinder haben, seien sie irgendwie, hätten sie den Glow des Heiligtums, die unsere Kinder wieder an die Front schicken. Was soll denn das? Was soll denn das? Ja? Und wo ist denn eigentlich der Mut, wenn von unseren Politikern, wenn sie von Völkerrecht sprechen, kommen aber gerade aus Palästina, das ist doch absurd. Ja. Total absurd ist das. Das muss man miteinander vergleichen. Wir messen ständig mit zweierlei Maß. Wir sind überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Sind wir nicht. Und da muss man sich an die eigene Nase fassen, wer uns eigentlich auseinander dividieren will. Und das können wir in Europa ganz klar sehen. Was passiert denn hier eigentlich? Es ist so simpel, es sind die ewigen Sandkastenspiele. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Es ist gar nicht gewollt aus Übersee, aber auch nicht aus England, wenn wir uns Europa hier zu gut mit den Russen verstehen. Denn nur am Krieg, am Auseinanderdividieren kann man Macht abarbeiten, kann man Geld machen. Wir haben heute Krieg als ein Projekt, was wir brauchen, um wieder neu aufbauen zu können. Das ist das, was hier gerade angeschoben wird. Diese Industrie produziert zu viel, es geht zu wenig kaputt, zu viele Leute sind arbeitslos, weil wir Geld und Arbeit miteinander koppeln, es geht nicht mehr. Also muss ein Krieg her, das ist doch ganz einfach. Und das hat alles miteinander zu tun. Ja, man muss einfach mal den Blick darüber werfen. Aber warum tun wir das nicht? Wie viele Leute sind hier? Okay, es sind nicht ganz wenige. Sagen wir 300 Leute sind hier. 300 Leute sind hier. Wie viele wohnen in Berlin? Wie viele sind betroffen vor einem Krieg, wenn der auch in Berlin stattfinden würde? Wenn deutsche Soldaten an die Krim fahren würden? Millionen wären betroffen. Aber es sind nur ein paar hundert hier. Warum? Weil unsere Medien nicht darüber informieren. Und warum informieren unsere Medien nicht darüber? Weil unsere Medien schon lange nicht mehr unsere Medien sind oder anders. Sie waren noch nie unsere Medien. Diese Medien sind Propagandainstrumente, um uns das Gehirn zu waschen. Sie sind da, um unser Gehirn zu waschen. Wir müssen uns die Frage stellen, was lesen wir in diesen Zeitungen, sondern was lesen wir daran nicht? Ja? Wer guckt denn ständig Lanz? Wer guckt denn DSDS und was da? Hände hoch, wer hat hier noch einen Fernseher? Wer sitzt davor? Ganz ehrlich mal, wer hat noch so ein Ding? Schmeißt das Ding doch raus! Ja, weg damit! Schmeißt das Ding doch raus! Ja? So, und es gibt ihn natürlich in Deutschland, da gibt es ja sogar Doktorarbeiten dafür, es gibt den Alpha-Journalismus, der direkt aus dem NATO- und US-Elite-affinen Milieu gespeist wird, in der FAZ, in der Zeit, in der Welt und in der Süddeutschen Zeitung. Und diese Leute geben in diesen Zeitungen die Kernthemen vor, es gibt keine innere Pressefreiheit. Ich weiß, was es bedeutet. Ich habe lange funktioniert, auch in dem Sender, dessen Namen ich gar nicht mehr nenne, es wäre zu viel Werbung. Und als ich angefangen habe, laut nachzudenken, wurde ich rausgeschmissen. Das ist der Punkt. Sie können es bis an die Spitze schaffen, wenn Sie das sagen, was alle sagen. Wenn Sie aber sagen, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, dann fliegen Sie raus. Und das ist so subtil. Das hätte ich doch merken müssen. Ich merke es nicht. Ich merke auch nicht, wenn ich als Kind bei meinen Eltern wohne, dass meine Eltern über alles bestimmen. Was im Kühlschrank ist, wohin wir in Urlaub fahren, was ich anziehe, meine Taschen. Meine Eltern sind überall und unsere Eltern sind die US-Eliten. Sie sind überall, wir kennen es gar nicht anders. Das ist das Problem. Wir sollten darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich als einzelne Menschen? Haben wir vielleicht einen gemeinsamen Nenner als einzelne Menschen? Und warum lassen wir uns auseinander dividieren? Warum erklären uns immer Dritte, die unsere Nachbarn gar nicht kennen, wie wir mit denen umzugehen haben? Warum muss man uns als Überseher erklären, wie unsere Nachbarn die Russen ticken? Und dass wir dem überhaupt zuhören, das ist der Fehler. Dass wir unsere Nachbarn gar nicht kennen. Das ist der Fehler. Warum kennen wir unsere Nachbarn nicht?
Warum kennen wir uns die ukrainischen Nachbarn nicht? Und ich muss an dieser Stelle Folgendes sagen, dass die rechte Presse so schreibt. Rechts und links gibt es nicht mehr. Rechts ist für mich die Leute mit Vermögen. Okay. Aber das ist... Dass die rechte Presse so schreibt, das ist allgemein bekannt. Aber für mich ist das große Problem, dass die sogenannte linke Presse so schreibt. Das ist das Problem. Dass die Intellektuellen sich so verblöden lassen, dass sie für einen Krieg sind. Es gibt diese Intellektuellen nicht mehr. Das ist das totale Versagen der Intellektuellen. Genau wie damals bei der Weimarer Republik. Und wir müssen uns darüber klar werden, wenn wir davon ausgehen, dass es da oben noch eine Schicht von Intellektuellen geben würde, die das Schlimmste verhindert, dann haben wir uns geirrt. Das wird nämlich nicht passieren. Das wird überhaupt gar nicht passieren. Ja? Und man muss die intellektuell gebildet sein. Keiner von uns, also die wenigsten von uns, haben die Möglichkeit, so wie wir das machen, 20 Stunden am Tag zu lesen. Wir schlafen nur noch 4 Stunden am Tag und trinken noch Kaffee, ja? Weil wir gar nicht mehr schlafen können. Die Zeit hat doch eine normale Frau, eine normale Arbeit überhaupt gar nicht. Er kann das gar nicht. Also erwartet er von uns, der Presse, dass wir Mülltrenner sind. Aber er hat ja gar nicht mehr die Chance, weil wenn du morgens die Zeitung liest, bis in Radio und abends das Fernsehen, da kommt ja immer dasselbe raus. Der Bürger hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich ehrlich und fair zu informieren. Er wird ja rund um die Uhr belogen von unseren Medien. So. Und er kriegt nicht mehr durch. Und das ist die Chance, von der Marshall McLuhan gesprochen hat, wenn der Autor bekannt ist. Ruhig mal die Bücher googeln oder bingen, mir ist egal, aber sich die Bücher dann kaufen. Kann man auch gebraucht machen bei BookDrucker. Man muss nicht neu kaufen. Man kann kaufen und tauschen, das kann man auch machen. Was hat dieser Mann in den 50er, 60er Jahren eigentlich geschrieben, als er gesagt hat, die Informationspyramide wird zerfallen, wenn das Internet kommt. Dass wir uns am Staat vorbei informieren können. Und das können wir auch. Aber was bringt es, wenn wir daraus die Konsequenzen ziehen? Facebook ist die größte Gewerkschaft der Welt, ist ein großes Schaufenster. Aber es reicht nicht nur zu liken, man muss seinen Arsch ins Rennen bringen, sagen, hey, da sind noch andere. Das ist das, was man tun muss. Das ist die Aufgabe der sozialen Medien. Und wer bei diesen sozialen Networks nur Katzenbilder tauscht, dann ist es ein asoziales Medium, weil wir alle solo vor den Kisten sitzen und sagen, er findet das auch, aber damit ist noch nichts passiert. Die Segel setzt man nicht mit Worten, man muss etwas tun, man muss handeln und dafür hat man eine Hand. Das ist das, was man machen muss. Ja? Und wir haben dazu aufgefordert, bei der letzten Bundestagswahl haben wir dazu aufgefordert, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, obwohl viele das nicht verstehen, wir sind nicht zu dieser Wahl gegangen. Und wir gehen auch nicht zur Europawahl. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir keine Demokraten sind. Im Gegenteil, wir sind Demokraten, aber diese Politiker, diese Parteien sind unterschiedliche Pferde im selben Rennen, aber sie gehen alle durch selbe Ziel und es ist ein Kreis. Versteht ihr das endlich? Das ist ein Trick, euch zu diesen Wahlen zu bringen, damit ihr die nächsten 4 Jahre die Schnauze haltet und schaut, welches Pferd durchs Ziel geht. Aber es ist gar nicht euer Ziel. Es ist gar nicht euer Ziel. Und ihr sitzt auch gar nicht auf den Pferden. Und ihr wettet auch nicht auf diese Pferde. Andere machen, dann klappen eure Ideen immer nicht. Warum nicht? Hier wird Macht verwaltet. Hier wird Macht verwaltet. Und wir müssen uns die Frage stellen, und ich streite mich da oft mit meiner Freundin, was passiert denn hier eigentlich insgesamt? Wir sind von Anfang an über unsere Schulen, über die Universitäten, über alles drumherum sind wir auf Gehorsam getrillt. Wir gehorchen, wir spüren im Bauch das, was nicht stimmt, aber man hat uns beigebracht, das macht man nicht, auch wenn man ein schlechtes Gefühl hat, man macht das nicht, man bricht nicht aus, man geht sogar in den Krieg, wenn man nicht hinschickt, weil das machen alle, das ist Gehorsam. Das ist ein tödlicher Gehorsam, Freunde. Und es gibt heute einen großen Unterschied zu 45. 45 wurden Kernwaffen eingesetzt. Warum? Weil die Amerikaner die einzigen waren, die welche hatten. Da waren Atomwaffen, Waffen, mit denen man arbeiten konnte, wenn man das Wort arbeiten benutzen kann. Heute haben mehr Staaten Atomwaffen. Das heißt, diese Waffe fällt insofern flach, dass wenn einer sie einsetzt, stirbt er als Zweiter. Aber ich setze nicht mehr auf die Klugheit von Politikern und strategisch und Militärs. Ich weiß, da gibt es sehr viele Menschen, die sind so ein bisschen wie bei Dr. Strangelove, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Verrückte! Und wenn irgendeiner von diesen Verrückten aus irgendeinem Wahnsinn auf irgendeinen Knopf drückt, dann geht hier das Licht aus. Und was machen wir denn dann? Glauben wir dann, dass Angela Merkel oder Barack Obama oder wer auch immer sich an uns richtet hier mit der Raute und sagt, es tut mir leid, wir werden von diesen Leuten nie wieder was hören? Das ist der Punkt. Diese
Menschen, ja, vor allem in der NATO, es regiert ja die NATO, ich habe einen Ausdruck gelesen, interessant, die NATO-Außenminister, das habe ich wirklich gelesen, nicht die EU-Außenminister, die NATO-Außenminister, die spielen mit unserem Leben, denn wir können nicht so einfach wie damals, also völkerrechtswidrig, Jugoslawien bombardieren, da waren wir ja auch dabei und es waren die Grünen, die uns in diesen Krieg geführt haben, Freunde, die Grünen und die SPD. Ja, es waren nicht die Schwarzen und es war auch nicht Helmut Kohl und ich habe mit Vivi immer gesprochen, der Helmut Kohl, der seinen Bruder im Krieg verloren hätte, er hätte niemals Ja zu einem Krieg gegen Jugoslawien gesagt und er würde niemals zu einer Aggression gegen Russland aufrufen. Es sind die Linken, die das machen. Ja. Wer sind diese Linken? Oh, scheiße. Die Frage müssen wir uns stellen. Sind die Linken nicht viel rechter, aber haben ein tolles Image? Ja. Ja, genau. Was heißt denn dann eigentlich noch rechts? Und ich bin weder rechts noch links. Ich bin konservativ im Sinne, die Glut bewahren. Bewahren, nicht ausbrechen lassen. Ich brauche kein Feuer in Europa. Oh, ist das etwa konservativ? Ist das konservativ? Dann bin ich konservativ. Aber ich bin auch progressiv. Ja? Kann man das zusammenbringen? Junge Welt lesen, Fallschirmspringen, Red Bull, aber ein konservativer Vater sein, geht das? Na klar geht das. Ich lasse mich doch nicht in irgendeine scheiß Schublade drängen, weil es irgendeinem passt. Das ist der Punkt. Wir sind gerade dabei, uns mit der Sowjetunion der ehemaligen, mit Russland und der Föderation anzulegen. Sind wir wahnsinnig? Sind wir irre? Spinnen wir? Ja? Und ich habe im Spiegel zum Beispiel, der nicht mehr das war, was er mal war, Herr Augstein würde sich im Grab umdrehen, wenn man sieht, was dort passiert, habe ich gelesen, Putin, der oberste Goldkettchenträger, der Mann, der nie ein Unter... Das ist Hetzjournalismus, das sind die Schreibtischtäter. Und wir haben diesen Kollegen angeschrieben, weil er hat gesagt, die Russen hätten ja nur Kalaschnikows und ihre schwimmenden Särge in Sevastopol, die würde ja kein NATO-Soldat betreten. Da haben wir gesagt, wir würden dich gerne auf einen Panel einladen, Diskussion mit anderen Profis, die sich auskennen. Willst du nicht darüber diskutieren? Nein, hat er zurückgeschrieben bei Facebook, er sei kein Experte. Es sind also lauter Leute, die keine Experten sind, die uns sagen, man kann den Russen schon angreifen. Der Russe hat ja auch keine Atom-U-Boote, der Russe hat ja auch keine Industrie, der Russe baut ja auch nicht an der ISS mit, oder? Der ist ja so blöd, der hat ja nicht mal eine Weltraumstation, der Russe. Das lassen wir uns erzählen. Für wie blöd halten wir eigentlich den Russen? Das ist doch die Frage. Der Russe ist nicht so blöd. Russen, das wissen viele gar nicht. Russen sind auch Menschen. Richtig. Ja? Russen haben auch Kinder. Russen wollen auch mal was auf dem Teller haben. Russen wollen vor allem, dass ihr Erdgas und ihr Erdöl zu fairen Preisen verkauft wird. Sie wollen es nicht wie 10 Jahre unter Belzin verschenken. Das hätte niemand getan. Sie wollen die Erd- und Ölversorgung national nutzen. Jeder von uns würde das tun. Und was wir in der Ukraine haben, ist, dass Firmen wie Exxon Mobil und Chevron sagen, das ist aber unser Öl auf russischem Boden. Ja. Und jetzt muss man sich mal anschauen. Ja? Man muss sich anschauen, wer pöbelt denn da wen eigentlich an? Ja. Wir sind aber abhängig von russischem Gas, das ist mir klar. Aber was ist daran schlimmer, als von amerikanischem Öl abhängig zu sein? Das ist doch dasselbe. Ja? Wir sind als Deutschland abhängig von der Energie anderer, aber wir haben auch etwas zu bieten, wir haben Maschinenbau zu bieten. Ja? Ich klammer hier mal die Waffenindustrie aus, das ist ja auch Maschinenbau. Ja? So. Diese Leute sollte man rausbringen aus dieser Art von Maschinenbau und sie in die regenerative Energie dort in den Maschinenbau bringen. Da wäre eine Menge getan. Ja? So, das wäre auch alles möglich. Wäre alles möglich, wenn wir das wollten. Es wären eigentlich dieselben Margen. Also, wir sind auf diese Energie angewiesen, aber wir haben etwas zu bieten. Wir haben mit den Russen über 6000 Firmen in der Russischen Föderation. Und wir können noch mit diesen Leuten sehr gut. Und wenn man zu uns jetzt sagt, man möchte ein Embargo, da zitiere ich Willy Wimmer, dann möchte man Krieg, weil man möchte diesen Staat wirtschaftlich kaputt machen, bis es nicht mehr angeht. Man möchte eine militärische Konfrontation auf europäischem Boden mit den Russen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Überlegt euch das mal. Und ich frage euch, und ihr gebt mir vielleicht eine Antwort. Brauchen wir in Europa 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, und zwar ganz genau, eine militärische Auseinandersetzung, wobei es Kernwaffen gibt, mit den Russen auf europäischem Boden, ja oder nein? Ja. Wer will denn das eigentlich, die Hände hoch? Oder wer will das nicht, die Faust hoch? Ja. Und wir dürfen uns das auf gar keinen Fall bieten lassen, das ist das Problem. Weil wenn es heißt, dann muss man mal halt in den Krieg gehen, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. Wer ist denn Mann? Wer ist denn wir? Bestimmt keiner vom Parlament, bestimmt keiner vom Europaparlament, bestimmt niemand auf dem Pentagon. Ihr werdet dorthin gehen, eure Kinder werden dorthin gehen, die Bomben werden hier fallen. Und ist euch klar, wie lange eine Interkontinentalrakete von der Sowjetunion nach Amerika braucht? 6 Minuten! 6 Minuten und dann ist aber Feierabend, Freunde!
Mal sehen, wie es ausgeht. Nein, danke. Und da kann ich nur Einstein zitieren. Er weiß nicht, wie im Dritten Weltkrieg oder im Vierten, aber im Fünften weiß er es. Mit Äxten wird gekämpft. Das ist das. Und das ist eine extrem primitive Art und Weise, wie man uns Völker aufeinandersetzt, hetzt, damit wieder der militärische Komplex Geld verdient, weil zu viel steht. Es muss wieder etwas kaputt gemacht werden, damit es wieder aufgebaut werden kann unter demselben Geldsystem mit Zins und Zinseszins. Das ist das Problem, was dahinter steckt. Oder sage ich nein? So blöd sind wir nicht. So, und die Frage ist natürlich jetzt, der Herr Jepsen hat ja immer so tolle, schlaue Sprüche. Ja, das ist eine reine Bestandsaufnahme, weil ich lebe ja nicht auf einem anderen Planeten. Die Frage stelle ich auch immer meinen Freunden. Sag mal, wenn es euch nicht interessiert, weil ihr interessiert euch für Bayern München, nichts gegen Bayern München, aber lebt ihr denn auf einem anderen Planeten? Ja. Wäre es denn ein Krieg irgendwo anders, würdet ihr euch denn nach Teneriffa absetzen und kämpft ihr auf die Idee, ihr werdet die Einzigen, die dann nach Teneriffa wollen? Glaubt ihr das denn eigentlich? Die Leute haben keine Zeit dafür, aber sie haben für andere Dinge Zeit. Für Katzenbilder und irgendwelchen anderen Quatsch haben sie Zeit. Was kann der Einzelne eigentlich tun? Das Erste, was der Einzelne tun kann, ist, sich aus der Ohnmacht zu befreien, die man ihm eingetrichtert hat, dass er nämlich gar nichts machen kann. Er kann eine Menge machen und er ist auch nicht allein. Er kann sich bei Facebook organisieren und er kann hierher kommen. Jawohl! Das kann er machen. Er kann auch solche Presseportale wie KFM unterstützen. Wir haben enorme Reisekosten. Wir treffen uns mit Leuten. Er kann uns unterstützen. Ich sage, ich finde echt gut, was ihr macht. Macht mal weiter so. Wovon, Freunde? Unterstützt uns. Wir wollen ein Interview mit Putin machen. Ein richtiges Interview wollen wir machen. Okay? Wir wollen ein richtiges Interview machen mit dem iranischen Präsidenten. Wir wollen ein richtiges Interview machen mit Scholatour und nicht, dass es hier im Tagesspiegel gelesen. Das wollen wir machen, okay? Also, wir brauchen viel mehr Leute. Wir brauchen viel mehr Leute auch in anderen Ländern, damit wir das, was wir als Message haben, damit wir das in andere Sprachen übersetzen können. Wir haben Beiträge von KFM auch russisch untertiteln lassen, damit unsere russischen Brüder da drüben verstehen, dass wir nicht diese Deutschen sind, die sie angreifen wollen. Das alles ist aber nicht mit Bitten getan. Da brauchen wir ein bisschen Kleingeld. Wenn jeder 2 Euro geben würde, dann könnten wir schon viel mehr machen. Wir haben ja jetzt schon eine größere Reichweite als die Süddeutsche Zeitung bei Facebook. Aber es reicht überhaupt gar nicht. Okay? Deswegen ist meine Bitte an euch. Geht doch mal auf unser Portal und sprecht doch mal mit euren Freunden. Wenn jeder von euch 10 Leute organisiert, dann sind wir nicht 75.000 wie jetzt, sondern 750.000. Das ist das. Wir müssen den etablierten, unterwanderten und gekauften Medien sagen, dass wir das nicht mehr nötig haben, dass wir uns organisieren. Dazu müssen wir viel mehr werden. Das ist eine Massenbewegung. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, ich war damals, als die DDR zusammengebrochen war, war ich nicht hier. Aber der DDR-Bürger hat es uns doch schon mal vorgemacht, was friedliche Revolution bedeutet, wie es geht. Und da standen doch die Panzer in den Straßen. So. Da standen doch die Panzer in den Straßen. Und ich kann dazu nur sagen, da habe ich meinen großen Respekt, denn damals hätte man nur einfach so machen können und die Panzer wären damals gerollt, aber die Leute haben den Mumm gehabt und sind auf die Straße gegangen. Dazu sage ich Respekt, das können wir auch wiederholen. Wir Westdeutsche können das von den Ostdeutschen nämlich lernen, was Mumm ist. Wir kennen es ja gar nicht, wir labern, wir haben uns immer im Schatten der Amerikaner bewegt. Jetzt wird es Zeit, dass die Westdeutschen, die ja viel mehr sind, erstmal den Ostdeutschen nachmachen. Und nicht immer auf sie herabgucken und sagen, die haben ja nichts verstanden. Die Ostdeutschen haben uns, was auf diesem Gebiet angeht, etwas voraus, nämlich was es bedeutet, eine Revolution zu machen, wo es gefährlich werden könnte. Sie haben einen sehr langen Anlauf gebraucht. Na und? Wir haben noch einen viel längeren Anlauf. Wir kriegen unseren Arsch ja gar nicht ins Rennen. Wenn du auf dieser Meile möchtest, dass Leute zusammenkommen, dann musst du hier ein Fußballfest veranstalten. Dann sind die Leute schon da. Also, was kann der Einzelne tun? Der Einzelne befreit sich zuerst einmal aus seiner Ohnmacht. Ja, und dann macht er etwas ganz, ganz Klassisches. Er besucht eine Bücherei. Er kauft sich das ein oder andere Buch, ja, zum Beispiel über Geopolitik von Daniele Ganser oder aber Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht oder Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Und er sagt, huch, das kommt ja alles bekannt vor. Das sind ja immer dieselben Spiele. Es sind immer dieselben Spiele, Freunde. Ja. Und warum bringt man euch das eigentlich in eurer Schule bei, dass ihr euch mal diese Bücher leiht, damit ihr mal versteht, um was es geht, weil ihr es gar nicht wissen sollt. Ihr sollt möglichst blöd sein, wie Marionetten, die man rumschubsen kann, die von allem immer nur eine Ahnung haben, nie das vollständige Bild, damit ihr mir sagt, was kommt denn als nächstes? Die nächste Verarschung kommt als nächstes. Ihr müsst bei euch selber anfangen, warum ihr nicht jetzt schon so schlau seid, die meisten sind über 30, dass ihr das alles längst wisst. Warum wisst ihr es denn nicht? Weil es Leute gibt, die gar nicht wollen, dass ihr es wisst, weil Wissen nämlich Macht ist, deswegen. Also, ich höre das auch sehr oft, denn
Deine Texte sind total lang. Das ist so, da kann ich nur sagen, das ist wie, ich möchte Medizin studieren, habe aber nur ein Jahr Zeit. Dann wird das nichts, Freunde. Verstehst du? Bildung bedeutet Zeit. Und das ist nur dann anstrengend, wenn du es nach dem Fernsehabend noch machst. Lass den Fernsehabend einfach weg. Ja? Und lies mal das Buch. Was kann man sonst noch tun? Das haben wir gemacht. All das Gelaber, all die Aufforderungen, was man machen müsste, könnte, sollte oder ich an deiner Stelle würde, vergesst es. Ihr müsst anfangen, euren Konsum zu ändern. Denn nur aufgrund eures Konsums wird das überhaupt alles veranstaltet. Also, das Zauberwort für all diese Probleme auf allen Bereichen, militärisch, was das Geldwesen angeht, die Presse, Regierung, all das, das Zauberwort ist so simpel. Sprecht es nach. Dezentralisierung. Dezentralisierung ist das Zauberwort. Löst euch von den großen Energieversorgern. Nehmt die kleinen Energieversorger, die mit Wasserkraft arbeiten. Ja, das ist teurer. Dann benutzt weniger Glühbirnen. Verbraucht weniger Strom. Lasst nicht überall alles brennen, dann ist es gleich teuer. Aber geht nicht zu den Atomstromproduzenten, geht zu den kleinen. Macht das. Kauft nicht bei den großen Supermarktketten, wo ihr ganz genau weißt, die fliegen das Obst aus Übersee ein. Da kommt ihr dann mit eurem Saab Cabrio und sagt, man müsste mal was machen. Vergesst das. Geht zu euren kleinen lokalen Versorgern, es gibt hier die LPG, zu euren Bauern, unterstützt Leute vor Ort und esst saisonal. Das könnt ihr machen, jeden Tag. Euch nicht öffentlich-rechtliche Medien an, wenn ihr merkt, dass ihr dort verblödet werdet. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, es gibt noch gute Sendungen, es gibt noch Panorama, es gibt noch Monitor, es gibt noch Extra 3, es gibt noch die Story beim WDR. Aber wenn ich mir überlege, was ich bekomme an politischer Bildung, wie groß das ist, wann das gesendet wurde und was das alles kostet, ist es ein verdammt schlechter Deal. 7,5 Milliarden für diese Art von Berichterstattung? Nein. Wechselt eure Bank. Wechselt eure Bank. Geht zu einer Ökobank, die gibt es. Die versprechen euch zwar nicht 6,85%, weil sie das Geld in Nahrungsmittelspekulation versprechen, aber dafür hat dieses Geld auch kein Blut an den Händen. Wir haben das gemacht. Macht das doch einfach. Ja, wann soll ich das denn machen? Macht das doch gleich morgen. Macht das doch gleich morgen. Warum eigentlich müsste ich übermorgen? Nein, geh nicht zur Commerzbank. Geh da nicht hin, diese Bank, die man rettet, die weiterhin investiert und die Kriege mit anschiebt, weil man damit Geld verdienen kann. Das ist das Prinzip. Es hat überhaupt keinen Sinn, seine Eltern anzupöbeln, dass sie alles falsch machen, aber man ist 35 und wohnt noch bei ihnen. Dann muss man einfach mal ausziehen, Freunde. Und ihr müsst ausziehen aus dieser Bevormundung, ausziehen aus dieser Gesellschaft, ausziehen aus dieser imperialen Politik. Ihr müsst ausziehen, ihr müsst euch autonom machen. Und wenn ihr das machen würdet und niemand hindert euch daran, dann wäre vieles besser. Ihr habt nicht die Knarre an der Schläfe, was eure Nachbarn sagen. Wer von euch kennt denn seine Nachbarn? Ja, drei Leute, schön. Ihr wisst, was ich sagen will. Das Problem bei diesen Demonstrationen, bei dem, was man in der Zeitung liest oder nicht liest, ist immer das Problem, dass man das Gefühl der Ohnmacht hat. Ich kann ja gar nichts machen. Das ist genau der Trick. Ihr könnt eine Menge machen. Ihr seid doch hier und bekommt kein Geld dafür, oder? Warum ist das so? Weil ihr alle das Gefühl habt, dass in diesem Land nicht etwas, dass hier etwas nicht stimmt. Und es stimmt nicht nur hier etwas nicht. Es stimmt überall in Europa was nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen Europa. Aber ist denn eigentlich nur dasselbe Geld der einzige Geist in diesem Land oder gibt es nicht unterschiedliche politische Kulturen in Europa? Und schaut euch mal an, was wir in Europa machen. Wir hetzen untereinander gegen die Griechen, gegen die Portugiesen, gegen die Spanier, gegen die Italiener, weil es die nicht so gut haben wie wir, weil wir dabei geholfen haben, dass diese Länder ausgeraubt werden. Das sind doch genauso Leute wie ihr. Ja? Und wenn wir sagen, ja, eine weitere Tranche wurde verabschiedet nach Griechenland, die geht ja nicht nach Griechenland, die geht nicht in die Infrastruktur, die geht an die Gläubiger, das sind ja wieder Banken, Deutschland, Großbritannien, Amerika. Es kommt doch gar nicht an auf der Straße. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo man anfängt, euch gegen die Griechen zu stellen oder die Griechen gegen euch, die Russen gegen euch, die Italiener gegen euch, seid ihr auf einen Trick reingefallen. Wir sind nämlich alle auf Augenhöhe. Es gibt gar keine euch, es gibt nur ein Wir. Und ihr müsst euch die Frage stellen, wer sind diejenigen, die mir sagen wollen, wer die sind?
Es sind immer Leute, die nicht zu mir gehören. Es sind immer Menschen, die von oben herabsprechen und mich für blöd verkaufen und die mich in einen Konflikt schicken, in einen Krieg schicken. Und wenn die Kinder zurückkommen, bekommen sie eine Medaille oder eine lustige deutsche Fahne auf dem Sarg und das war's dann. Und das Allerschlimmste, weil wir hier gerade stehen, ist unser Bundespräsident. Das ist das Allerschlimmste. Für mich ist das wirklich ein Militärpfarrer, der zur Bundeswehrakademie geht und den Leuten ins Gesicht sagt, manchmal muss ein junger Mensch das Wichtigste geben, was es ist, und wenn es das eigene Leben ist, das muss man sich mal reinziehen. Ja? Ein Mann, der auf der Sicherheitskonferenz der NATO die Eröffnungsrede macht, ein Militärpfarrer, das ist keiner von uns. Das ist Verarschung. Und man muss sich die Frage, wir haben vor den falschen Leuten Respekt. Das ist das grundsätzliche Problem. Es gibt nur noch ein anderes Volk, das noch mehr Respekt vor der Obrigkeit hat. Das ist der Japaner. Deswegen blockiert er sich nicht bei Fukushima und lässt sich zum Narren halten mit falschen Werten. Das ist ja etwas, was bei uns gar nicht auf der Agenda ist. Ja? Als wenn Fukushima weg vom Tisch wäre. Natürlich nicht. Ihr könnt diesen Massenmedien, die wir hier haben, nicht mehr wirklich vertrauen. Okay, das ist ein Pauschalurteil. Es gibt doch den einen oder anderen. Ihr seid gezwungen, auf Medien im Internet zu gehen. Aber auch dort gibt es sehr viele NGOs, die bereits über die CIA finanziert worden sind. Und da ist die Frage, wie kann ich das denn unterscheiden? Und da sage ich euch ganz klar als Profi die Antwort, gar nicht. Ihr könnt es nicht unterscheiden. Ihr könnt es nicht unterscheiden, wenn ihr mit eurem Kopf vorgeht. Ihr müsst auf euren Bauch und euer Herz hören. Der Autor, der das da schreibt, für wen schreibt der noch? Ist der glaubwürdig? Wie lebt der? Ist der tatsächlich am Set? Ist der glaubwürdig? Glaubt er an etwas? Hat er Würde? Oder ist es ein bezahlter Schreiber? Diesem Gefühl müsst ihr nachgeben, dem müsst ihr trauen. Das ist der einzige Kompass, den ihr habt. Tut mir leid. Der einzige. Es ist heutzutage wahnsinnig schwer, noch zu unterscheiden, was ist ein Avatar, was ist noch echt, das gebe ich zu. Und viele sind gefrustet deswegen. Aber auch das ist ein Teil der Taktik, nämlich, das ist viel zu kompliziert. Vertraue mir, schalte das ZDF an und da wird dir erzählt, was du als nächstes tun sollst. Nicht, was Phase ist, was du als nächstes tun sollst. Das Wichtigste ist mal in Deutschland, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, weil wir dich verwirrt haben, dass du erstmal gar nichts tust und die nächsten Befehle abwartest. Und wenn die Panzer nach Osten rollen, dann darfst du mit einsteigen. Nein, sage ich dazu. Da bin ich auf gar keinen Fall dabei, Freunde. Ja? Also, ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen, weil ich habe gesagt, ich spreche 10 Minuten, ich glaube, es ist etwas länger. Es reicht. Also, es reicht nicht nur gegen ein System zu sein, solange ihr an diesem System teilhabt, weil ihr beim Mediamarkt einkauft für den 17. Flachbildschirm. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Ja? Ihr müsst aus diesem System aussteigen, denn es wird für euch, für eine Wegwerfgesellschaft produziert und wir leben auf Kosten unserer Enkelkinder. Unsere Kinder haben eh nichts mehr davon. Unsere Enkelkinder. Ja? Und dieser Spruch, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir, der stimmt sowieso schon lange nicht mehr. Wenn unsere Kinder es mal so haben werden wie wir, als es uns beschissen ging, dann haben sie noch Glück gehabt. Und da stelle ich euch die Frage, könnt ihr das eigentlich verantworten? Also ich nicht. Ich nicht. So. Und ich mache da einfach nicht mehr mit, okay? Und das sage ich euch nicht nur als Reporter, ja, das bin ich natürlich, sondern ich sage es euch einfach als einfacher Bürger, weil ich habe die Faxen dicke. Aber es reicht nicht, die Faxen nur dicke zu haben. Es hat auch gar keinen Sinn, gewalttätig gegen jemanden vorzugehen. Man muss das machen, was Stefan Essel gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, werdet militant. Und militant bedeutet ziviler Ungehorsam, nicht Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Leute, präsent sein, die Leuten auf die Pelle rücken, zeigen, oh, das sind ja ganz viele, das ist militant. Ja? Einem Steinmeier in die Parade fahren. Was machen wir denn? Ja? Okay, ich verrate es jetzt mal. Unsere Beiträge posten wir auch den Facebook-Seiten der CDU. Ja! Und ich würde euch bitten, das auch zu machen. Postet unsere Beiträge bei der Süddeutschen Zeitung, bei der FAZ. Die können euch nicht alle sperren. Richtig. Postet es doch. Fahrt ihr mal richtig an die Kandare, damit ihr es mal merken. Früher oder später werden die euch sperren, dann sperren die ihre eigenen Leser aus. Das ist doch gar kein Problem. Seid einfach präsent. Guerilla-Marketing, ja? Ich habe mich jahrelang im Bett gewälzt mit Magengeschwür, weil es nicht mehr so weitergeht, ja? Bis ich gemerkt habe, das funktioniert ja so nicht, das ist ein Trick. Nein, Veränderung, diese Art von Widerstand, das kann auch etwas Heiteres haben, weil die sind ja viel zu blöd, um es mit mir aufzunehmen. Und sie sind auch zu blöd, um es mit euch aufzunehmen, weil zusammen sind wir ja viel klüger. Yeah. Freunde, das hat ja was Heiteres. Lasst euch also nicht abtören und geht nicht auf diese direkte Konfrontation, nehmt diese Nasen nicht mehr ernst, indem ihr Alternativen entwickelt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob
politisches Engagement in einer Partei noch was bringt, ich glaube es nicht. Ich würde mich als Solo-Kandidat aufstellen lassen, nur um da zu stören. Nur um da zu stören. Ja? Nicht um dann wieder einen Deal zu unterzeichnen, was ich machen muss, um dieses Parteienspiel zu spielen. Du kannst als Opposition in Deutschland so lange Opposition bleiben, dein Wink auf die Linke, solange du Probleme mit der NATO-Politik hast. Wenn du aber in die Regierung willst, musst du deinen Segen machen. Das können wir bei den Grünen sehen, das können wir bei der SPD, bei all diesen Leuten können wir das sehen, das werden wir auch bei der AfD sehen. Sobald du mit der NATO-Politik deinen Segen machst, bist du regierungsfähig und das ist das Ziel der meisten. Sie wollen regierungsfähig sein, denn alles, was sie wollen bei einer Revolution ist, den Kopf ganz oben ersetzen durch sich als Kopf. Das ist aber keine Revolution, das ist was ganz anderes. Die wollen eigentlich nur denjenigen, der an der Macht ist, austauschen durch sich an der Macht, nach dem Motto, jetzt bin ich mal dran. Und das sage ich euch, ich will da oben gar nicht hin. Mir reicht diese Ebene. Ich brauche das gar nicht. Ich will gar nicht mehr Leute herrschen. Ja? Wer Macht anstrebt, hat in der Regel nichts Gutes vor, tut nichts Gutes im Schilde. Denn wer das einfach auf Sympathie, Menschlichkeit und Liebe macht, der hat da keine große Macht. Der will auch diese Machtposition nicht haben. Warum haben wir diese Einschüchterungsdiktatur oder Einschüchterungsarchitektur? Wozu haben wir diese Einschüchterungsarchitektur? Damit wir nach oben gucken müssen, von oben herab sprechen sie auf uns. Bleibt auf dieser Ebene. Organisiert euch politisch, indem ihr uns zum Beispiel unterstützt, indem ihr euch selbst eigene Foren macht. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein bisschen wie Krebs. Ja? Bildet eigene Metastasen in diesem korrupten System der Scheingelddemokratie. Das ist das, was ihr machen müsst. Ja? So. Und wenn ihr das macht, wenn ihr überall Metastasen bildet, da können sie gegen euch überhaupt nichts machen. Und wer sind denn die? Das ist ja alles so ganz subversiv. In dem Moment, wo du einen Machtbereich betrittst, wirst du damit kontaminiert. Und du kannst machen, was du willst. Es kontaminiert dich, es vergiftet dich. Es ist auch so, du kannst nicht einfach sagen, zu Testzwecken nehme ich mal Heroin, aber es macht mir nichts aus. Du wirst dein Verhältnis zu Heroin geändert haben, wenn du es mal genommen hast. Und Macht ist wie Heroin. Es ist auch gar nicht fair, Politiker in ein System einzuspeisen, mit seiner Stimme ihnen eine Macht zu geben, die nur missbraucht werden kann. Kein Mensch hat die Möglichkeit, in dieser Position alles richtig zu machen. Das geht überhaupt gar nicht. Also es ist unfair, diesen Leuten diese Position zu geben. Und dann, wenn ich diesen Leuten aber nicht die Position gebe, wenn ich sie nicht wähle, dann sollte ich mir nicht die Frage stellen, was machen denn die jetzt? Was macht denn ein Philipp Rösler jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er wieder Augenarzt bei der Bundeswehr. Keine Ahnung. Aber ich muss mir die Frage stellen, wenn die für mich das dann nicht machen, wer macht denn dann das da oben für die? Na, ich mach das. Und das bedeutet Arbeit. Und da gehen die meisten aus dem Weg. Demokratie macht nämlich Arbeit, Freunde. Und wir müssen ganz klar sagen, dass das System funktioniert, wie es funktioniert, hat auch einen Grund. Dieses System liefert uns auch etwas und es liefert uns Bequemlichkeit. Es liefert uns Bequemlichkeit, denn solange Angela Merkel und ihre Crew schuld ist, können wir ja unschuldig bleiben. Und das sind wir aber gar nicht, weil wir wissen es besser und wir lassen uns dieses System aufdrängen, obwohl keine Knarre unter Schäfläfe ist. Und das ist der Punkt. Wir, wo wir es besser wissen, sind so lange nicht unschuldig, solange wir nichts dagegen unternehmen, obwohl wir es besser wissen. Vergessen wir die Regierung. Vergessen wir die Regierung. Fassen wir uns an die eigene Nase und stellen uns die Frage, warum waren wir so lange passiv? Die meisten von uns sind passiv. Und aktiv bedeutet nicht, aktiv einen Like-Button bei Facebook zu drücken. Oder einen Kommentar bei YouTube zu machen. Das kann man auch machen. Aber das war es dann eben nicht. Also, ihr habt verstanden, ich habe euch nichts Neues erzählt. Ihr wisst Bescheid, ja, von Rüstungspolitik, Geldpolitik natürlich, das muss alles weg. Also die ganze Fettpolitik, die ganze Zinspolitik, all das kannst du vergessen. Ja? Wir hatten ja auch schon andere Systeme, ich möchte gar nicht weiter. Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt es ja alles. Aber es wird nicht kommen, solange ihr darauf wartet, dass die Leute das einführen, die davon partizipieren, die davon profitieren. Ja, das wird nicht passieren. Ihr müsst dafür sorgen, dass man diesen Leuten nicht mehr zuhört, indem ihr lauter einzelne Zellen lebt und es anders macht. Macht es anders, führt ein anderes Leben und interessiert euch nicht mehr dafür. Wer interessiert sich heute noch dafür, was er damals im Mathematikunterricht gemacht hat, was der Mathematiklehrer vor 25 Jahren macht? Das interessiert mich nicht mehr. Und so sollte diese Regierung sein. Es hat euch nicht mehr zu interessieren. Diese Leute sprechen nicht für euch. Sie sprechen nicht mehr für sich. Sie sprechen für irgendjemanden. Und das ist mein finaler Appell an euch. Alles, was ihr braucht, ist ein Gehirn, was ihr mal einschalten solltet, indem ihr die Fernsehgeräte abschaltet. Ja. Geht in die Bücherei,
Macht euch schlau. Ihr könnt jetzt auch jederzeit, da kennt ihr meine kurze Mail schreiben. Wir machen eine Buchliste, was ihr lesen müsst. So viel ist das nicht. Es ist am Anfang anstrengend, weil es gibt keinen Stromanschluss beim Buch, kein USB. Da braucht eine Taschenlampe und so weiter. Aber man ist erstaunt, was alles vor langer Zeit schon geschrieben wurde. Und dann merkt ihr, huch. Und das ist wirklich ein fantastisches Leben, ja, und ich spreche aus eigener Erfahrung, nicht mehr bevormundet zu leben, sondern zu sagen, immer wenn ich die Nachrichten sehe, ich sehe sie nicht so oft, aber wenn ich sie sehe, muss ich spontan lachen, das ist besser als TV Total. Das ist lustig. Oder wenn ich mir die Talkshows angucke mit den ganzen Spitzenreportern, das ist so schlecht, so schlecht. Eigentlich ist dort nicht anzurufen eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Das ist so schlecht, das ist tragisch. Schaltet es nicht mehr ein. Aber vielleicht noch final etwas, wie wir gedrillt sind. Wir haben vor ein paar Tagen eine Frau unterstützt, die aus einer Behörde kam und sich für Hartz-IV-Empfänger eingesetzt hat. Die hat eine Petition gestartet, hat gesagt, hey, diese Hartz-IV-Geschichte, das ist unfair, das ist asozial. Und da haben wir mit Mühe und Not haben wir eine Petition auch im Netz mit veranstaltet, Stimmen gesammelt und haben mit Mühe und Not 40.000, 50.000 Stimmen gesammelt. Damit eine Petition eingereicht werden kann, Hartz-IV soll abgeschafft werden. Also, wochenlanger Anlauf, Hartz-IV, gibt es Millionen Menschen, die davon betroffen sind, mit Mühe und Not die 50.000er Marke durchschlagen. Und dann hat jemand eine Petition gestartet, dass er das doof findet, dass der Lanz die Wagenknecht in der Sendung so behandelt. Innerhalb von Stunden 250.000 Stimmen. Das heißt, das Problem seid ihr. Ihr seid auf die absolut falschen Leute fokussiert. Und die absolut falschen Leute sind immer andere Leute. Kümmert euch nicht um Lanz und Wagenknecht, kümmert euch um euch. Das ist der Punkt. Lasst euch nicht von anderen erzählen, was euch alles fehlt. Ja, wenn ihr an irgendwelchen Schaufenstern, euch fehlt nichts. Und was wir in diesem Land, auf diesem Kontinent brauchen, ist mehr Zusammenarbeit. Was wir auf gar keinen Fall brauchen, ist einen bewaffneten Konflikt. Lernt Russen kennen. Jawohl. Ja? Lernt Ukrainer kennen. Lernt Leute aus der Krim kennen. Und da vielleicht noch ganz zum Schluss etwas. Was ist da eigentlich abgelaufen? Sicher war es eine Art Annexion, obwohl Annexion bedeutet gewaltsame Übernahme. Aber die Krim hat bis 1954 Russland gehört. Und was wir, die NATO, wollten ist, wir wollten nicht die Ukraine speziell, wir wollten vor allem die Krim, wir wollten den Militärhafen Sevastopol, um den Russen die Handelssäge kaputt zu machen. Genau wie wir es in Syrien tun und Tartus. Das ist das, was wir wollen. Und Putin hat dafür gesorgt, dass auf der Krim eine Abstimmung stattfindet. Da sollten die Leute abstimmen. Das haben sie getan. Mit 96,8% waren es, glaube ich, haben gesagt, wir wollen zurück oder angedockt an die Sowjetunion, an Russland. Und da hat man gesagt, das ist ja gar keine Abstimmung, die fair ist, weil diese ganze Region ist ja gar nicht legitim. Das stimmt. Die Regierung ist nicht legitim, die hat sich selbst ernannt. Aber die Regierung in Kiew ist auch nur mit 72,x% gewählt worden. Notwendig waren 75, die ist auch nicht legitim. So. Und es ist ein bisschen absurd, wenn ein selbsternannter Polizist einen Mann rausfindet und sagt, sie sind über Rot gefahren. Das ist Quatsch, Freunde. Aber ich bin ganz sicher, wenn die Krim sich mit 96% für Europa entschieden hätte, dann wäre das eine legitime Abstimmung gewesen. Also, lasst euch nicht für blöd verkaufen. Und lasst euch vor allem nicht erzählen, auch nicht von diesen ganzen Gazetten, dass der Russe böse ist. Und tut euch selbst einen Gefallen. Wenn die Süddeutsche, die FAZ, die Welt, der Spiegel, der Fokus das schreibt, bestellt die Blätter ab. Kauft diese Blätter nicht mehr. Diese Blätter haben ein Problem, wenn ihr sie nicht mehr kauft. Ja? Und diese Blätter sind auch nicht geschaffen worden und unterwandert worden, um euch zu informieren. Ihr, die Leser, seid das Produkt. Ihr seid das Produkt für die Werbekunden, die dort ihre Anzeigen schalten. Es geht nicht um die Information, es geht um Gleichschaltung für die späteren Werbekunden. Die meisten Zeitungen machen heute Verluste, wenn sie geprintet raushauen. Sie machen es trotzdem, weil es geht um die Werbekunden. Ihr seid das Produkt, ihr werdet verschachert. Die meisten haben überhaupt nicht verstanden, was Massenmedien sind. Massenmedien sind ein Bestrahlungsinstrument, um euch gleichzurichten. Es geht nicht darum, euch zu informieren. Es geht darum, euch zu justieren. Es geht darum, euch zu justieren. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, zwischen den Zeilen zu lesen, wenn man sehr viel Hintergrundwissen braucht. Aber da möchte ich nur eins sagen. Hat jemand noch etwas anderes vor? Habt ihr keine Zeit, euch Hintergrundwissen zu verschaffen? Ist jemand in den nächsten 2 Wochen tot? Verschafft euch doch Hintergrundwissen. Wo ist das Problem? Ihr fahrt doch auch in den Urlaub, obwohl ihr schon mal im Urlaub wart, in ein anderes Land. Die Mühe macht euch doch auch. Dann verschafft euch mal Hintergrundwissen. Über euer Land, euren Kontinent, eure Politik, eure Banken, eure Presse, euer Bildungssystem. Verschafft euch den Hintergrund. Und wenn ihr euch den Hintergrund verschafft, dann kann man euch auch
mir nichts mehr vormachen. Ich bedanke mich. Mein Name ist Tim Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.